Willkommen im Guide für die Operation Karagas Palast im schweren Modus mit der Gilde Republikanische Triade auf dem Server T3M4. Wir befinden uns jetzt beim zweiten Boss, dem Kopfgeldjäger-Duo Jark und Sorno. Das Wichtigste ist, dass ihr beide möglichst gleichzeitig umbringt, sonst verfällt der überlebende Kopfgeldjäger nach ein paar Sekunden in einen Soft Enrage und dieser Soft Enrage hat immer schlimmere Auswirkungen auf die Spieler, weil er nämlich immer weniger Schaden bekommt, aber auch immer mehr Schaden austeilt. Und je länger dieser Zustand anhält, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ihr den Boss dann noch legen könnt. Ihr tankt die beiden Kopfgeldjäger auch ziemlich weit voneinander entfernt, damit nicht die Gefahr besteht, dass die eine Gruppe von dem Flächenschaden des anderen Kopfgeldjägers getroffen wird. Ihr müsst euer Team auch in zwei Gruppen aufteilen. Ein Tank, der etwas mehr aushält, sollte sich bei Jark befinden und der andere Tank bei Sorno. Bei Jark sollten sich dann auch die Fernkämpfer aufhalten und bei Sorno eher die Nahkämpfer. Denn Jark macht mit seinem Flammenwerfer um sich rum ziemlich viel Schaden. Hier seht ihr, dass Sorno die Angewohnheit hat, durch die Gegend zu springen. Kurz darauf fällt eine Karbonisierungssonde runter, die ihr sofort töten müsst, da sie den Tank von Jark stunt, beziehungsweise wie der Name es schon sagt, karbonisiert. Während Sorno oben ist, versucht er euch auch abzuschießen, was an den lilanen Kreisen zu erkennen ist, aus denen ihr dann natürlich rauslauft. Während diesem Prozess könnt ihr auch so lange auf Jark einschlagen, es sei denn die Sonde ist da, dann natürlich den Fokus auf die Sonde legen. Dann müsst ihr noch besprechen, wer den medizinischen Scan von Sorno abbricht und wer das Entladen von Sorno unterbricht. Das Entladen sollte sofort unterbrochen werden, weil sich sonst ein Debuff beim Tank stackt. Bei der Unterbrechung der Heilfähigkeit kann aber bis zum letzten Moment gewartet werden. Ab und zu schnappt sich Jark auch jemanden und zündet ihn ein bisschen an. Derjenige, der geschnappt wurde, sollte dann so schnell wie möglich aus der Range von Jark wieder rauslaufen. So, wie ihr seht, Sorno liegt schon, das ist aber nicht schlimm, weil Jark nämlich jetzt auch nur noch 1-2% Gesundheit hat und sich gleich daneben legt, sodass der Soft Enrage noch keine Wirkung entfalten konnte.